Marius Ebert, hier in diesem Video kläre ich den Begriff Verwaltungsakt. Was ist ein Verwaltungsakt? Und zunächst einmal sollten wir festhalten, die Rechtsgrundlage. Ja, diese Begriffe sind auch beschrieben, definiert, definieren heißt abgrenzen, also was es ist und was es nicht ist, im Gesetz. Und zwar in dem Fall ist es das Verwaltungsverfahrensgesetz, VWVFG abgekürzt. Verwaltungsverfahrensgesetz, und innerhalb dieses Gesetzes ist es der Paragraph 35. Da ist beschrieben, was ein Verwaltungsakt ist. Da ist es beschrieben, ich sage nicht, dass es dort verständlich beschrieben ist. Das ist halt in dieser Juristensprache beschrieben. Schauen wir uns also an, was ist es denn genau? Wir brauchen für den Verwaltungsakt zunächst mal eine Behörde. Denn die Behörde ist diejenige, die diesen Verwaltungsakt, was immer das ist, ausübt. Und die Behörde ist übergeordnet. Ja, die Behörde ist übergeordnet. Das heißt, wir haben also hier ein Verhältnis, typisch für das öffentliche Recht, ein über- und untergeordneten Verhältnis. Die Behörde macht etwas und jemand, der untergeordnet ist, ja, der macht damit etwas, um es zunächst mal ganz allgemein zu halten. Es ist also ein Etwas, der Verwaltungsakt ist also ein Etwas. Und was ist dieses Etwas? Dieser Verwaltungsakt ist eine Verfügung, eine Entscheidung oder eine andere, und da kommt der Begriff hoheitliche Maßnahme. Ja, dieses hoheitlich korrespondiert mit diesem Wort hier, zeigt also, die Behörde ist übergeordnet. Und derjenige, dem gegenüber der Verwaltungsakt verfügt wird oder dem gegenüber entschieden wird, der ist untergeordnet. So, was passiert nun? Was ist denn diese Verfügung, Entscheidung oder irgendeine andere Maßnahme? Was meinen die denn? Im Prinzip meinen sie drei Dinge. Durch den Verwaltungsakt wird etwas erlaubt, etwas wird geduldet oder etwas wird verboten. Ja, wir sehen zwischen verboten und erlaubt gibt es sozusagen in der Mitte etwas zu dulden. Ja, geduldet heißt, man ist jetzt nicht so super damit einverstanden, das wäre erlauben, aber man verbietet es auch nicht, man duldet es. Und wenn man als derjenige, als Objekt dieses Verwaltungsaktes etwas tut, was nur geduldet wird, dann kann dieses Dulden auch wieder aufhören. Das verraten alles diese Worte. So, was ist das nun? Geduldet, erlaubt, verboten? Zur Regelung eines Einzelfalls. Ja? Also es ist eine Verfügung, Entscheidung oder andere Maßnahme. Mit dieser Verfügung, Entscheidung oder einer anderen Maßnahme wird das erlaubt, geduldet oder verboten, und zwar ein Einzelfall. Ja? Also ein Einzelfall wird erlaubt, geduldet oder verboten durch eine Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme. Wer? Die Behörde. Also hier ist das Wer. Ja, wer macht das? Die Behörde. Was macht sie? Sie schreibt eine Verfügung, eine Entscheidung oder eine andere Maßnahme. Und das hier ist sozusagen die Auswirkung. Die Auswirkung, etwas wird erlaubt, geduldet oder verboten. Und dieses hier da unten ist in Bezug auf was?
ja, das was hier in Bezug auf was, nämlich auf einen Einzelfall. So, das ist natürlich alles total abstrakt. Deswegen möchte ich das Video abschließen mit einem Einzelfall. Und ich nehme jetzt hier einen einfachen Einzelfall, nämlich als ein einfaches Beispiel, wollte ich sagen. Ich nehme hier ein einfaches Beispiel, nämlich eine Baugenehmigung. Ja, das ist ein Beispiel für einen Verwaltungsakt. Hier wird also etwas erlaubt, Baugenehmigung. Ja, das ist ein Beispiel für einen Verwaltungsakt. Okay, das war's für dieses Video. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.